Hey, du willst alles in GTA 5 besitzen? Dann hole dir auf cynicsmods.com unsere GTA 5 Pakete und werde mit unserer Hilfe einer der reichsten Spieler. Jo, was geht meine GTA-Freunde und auch Celebalisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online und in diesem Video geht es um diese Website hier, X3T Infinity. Dort könnt ihr euch unter anderem den Safe Editor runterladen, den ihr by the way braucht. Und ihr braucht auch Safe Wizard, denn ihr habt vor kurzem ein Video hochgeladen und zwar am 19. April, wie ihr PD Outfits erstellen könnt mit dem Safe Editor. Nur kamen da Kommentare, die gesagt haben, dass sie das Outfit nicht online bringen konnten. Das liegt daran, dass diese Person Outfit oder Kleidungsstücke benutzt haben, die einfach nicht zu online bringen sind. Ne? Eigentlich in dem Sinn dann in Anführungsstrichen geblacklistet. So. Wir müssen hier erst einmal auf dieser Website ein Account erstellen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. So, ich habe aber noch eine andere interessante Website für euch und zwar seht ihr hier cynicsmods.com. Dort würde ich an eurer Stelle mal vorbeischauen, denn ihr könnt dort für GTA einen direkten Money Boost kaufen, einen Level Boost, einen KD Boost oder auch 10 Modded Cars. Ganz easy, auch für Call of Duty Gold War könnt ihr hier was kaufen. So, schauen wir doch einfach mal hier bei Director Money Boost nach. Einfach mal reinschauen. Hier habt ihr jetzt die Option zu wählen, wie viel Geld ihr wollt. Ihr kriegt das Geld, by the way, auf euer Konto und nicht in Form von Fahrzeugen. Ihr wählt jetzt einfach nur aus, was ihr wollt. 200 Millionen. Bam, 55 Euro. Und ich habe noch was für euch, denn wenn ihr den Gutscheincode Celival eingebt, bekommt ihr sogar noch 5 Euro Rabatt und zahlt dafür nur noch 50 Euro. Auf jeden Fall mal ein lohnenswerter Blick auf diese Seite, schaut gern vorbei. Wir gehen jetzt wieder hier auf X3T Infinity. Ihr habt euch bereits einen Account erstellt, dann geht jetzt einfach nur hier auf GTA 5, geht auf MP Overlay PED Editor, zack. Und hier steht es auch nochmal schon, Safe Wizard required for PS4. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall Safe Wizard. Ihr wählt jetzt einfach nur hier aus Multiplayer Female oder Multiplayer Remote Male für den Charakter, was ihr haben wollt. Wir machen das Ganze jetzt für Female, also für einen weiblichen Charakter. Und dann habt ihr hier oben einen Pfeil, hier oben links. Dort drückt ihr jetzt drauf, zack, und könnt jetzt eine Maske aussuchen. Ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall die Pinguin-Maske auszusuchen. Hier könnt ihr alles aussuchen, was ihr wollt. Ihr geht einfach nur hier rein und tippt auf eurer Tastatur PE, also PE, und dann kommt ihr auch schon auf Penguin und habt ihr schon euer Pinguin-Maske. Und jetzt geht ihr einfach hier rüber auf den Pfeil. Und dann habt ihr hier schon Skin, Hands. Dort wählt ihr jetzt einfach nur aus. Ihr drückt jetzt einmal drauf, könnt jetzt so aussuchen, wie ihr wollt, also lesen. Oder ihr drückt einmal drauf und benutzt eure Pfeiltasten auf der Tastatur, drückt nach unten und zack, könnt ihr hier schon auswählen, was ihr wollt. Ne? Wir suchen uns jetzt mal was Schönes aus. Wir hätten doch gerne mal das hier, ne? Ganz easy. So, jetzt geht ihr weiter auf den Pfeil. Das dauert kurz und jetzt habt ihr Legs, also Beine. Auch hier einfach so durchsuchen, was ihr wollt. Zum Beispiel habt ihr jetzt Bock auf ein Checker-Outfit, also eine Checker-Hose. Dann wählt es einfach aus. Oder ihr benutzt, wie immer oder wie vorhin, die Pfeiltaste und sucht euch dann aus, was ihr wollt. Wir nehmen jetzt immer jetzt einfach nur Beispiel-Outfit. Ich werde es ja eh nicht online holen. Wir nehmen jetzt einfach nur das hier, ja? Jetzt drückt ihr wieder weiter auf den Pfeil. Jetzt habt ihr... Oh, warum? Legs? Okay, dann gibt es halt nochmal Legs. Zoomen wir uns halt was anderes aus. Wir nehmen jetzt einfach hier diese Hose. Nein! So, diese Hose nehmen wir. Drücken jetzt auf den Pfeil. Und haben jetzt Fallschirm und Tasche. Dort könnt ihr euch jetzt aussuchen, was ihr wollt. Auch habt ihr hier unten diverse Taschen, also Duffelbags und so, ne? Ich möchte aber jetzt für dieses Outfit nichts haben, deswegen Default. Jetzt gehen wir weiter auf Schuhe.
Dort könnt ihr euch jetzt aussuchen, was für Schuhe ihr wollt. Ich nehme jetzt einfach die Checkerboard-Schuhe. Ihr könnt aber weiter suchen, was ihr wollt. Entweder auch wieder so durch die Liste oder ihr benutzt die Pfeiltasten, ne? Um euch auszusuchen, was ihr wollt. So, bam. Jetzt gehen wir wieder auf diesen Pfeil da oben. Könnt jetzt Accessoires aussuchen, was ihr wollt. Die 0 sind, ne, ihr seht, bam. Also ihr könnt aussuchen, was ihr natürlich wollt. Wir nehmen jetzt einfach, ja, wir nehmen mal nichts, keine Accessoires. Jetzt Torso könnt ihr aussuchen, auch hier wieder durch die Liste oder ihr drückt die Pfeiltaste. Wir nehmen jetzt einfach, was nehmen wir? Ja, komm, nehmen wir das Rote jetzt einfach mal, zack. Drückt wieder auf diesen Pfeil. Jetzt habt ihr die Panzerung, die ihr aussuchen könnt. Wenn ihr farbige, also ihr könnt auch hier durch die Liste gehen. Hier habt ihr jetzt zum Beispiel die weiße Panzerung. Ne, wenn ihr wollt. Oder die grüne Panzerung. Könnt ihr hier alles aussuchen. Jetzt geht ihr wieder auf den Pfeil. Jetzt könnt ihr hier Crew oder Logos auswählen. Und jetzt habt ihr hier Sticker, ne? Wie ihr wollt. Bam, Sticker. Sticker. Und. Ich nehme jetzt einfach mal Police Rank 3 Sticker. Geht jetzt wieder auf Weiter. Jetzt könnt ihr Torso 2 auswählen. Ne? Die Seite hängt ein bisschen, ne? Also nicht wundern. Es kann auch manchmal sein, dass die Server nicht erreichbar sind. Dann einfach später nochmal probieren. Ihr könnt, wie gesagt, hier wieder durch die Liste gehen. Oder ihr benutzt wieder die Pfeiltasten. Ne? Wie ihr wollt. Ich nehme jetzt einfach mal Default. Jetzt drückt ihr wieder auf den Pfeil. Jetzt könnt ihr Hüte aussuchen. Und soll ich euch mal was zeigen? Wenn ihr jetzt dort reingeht und einfach die Pfeiltaste nach unten drückt und an den Kopfhörer vorbei seid, bekommt ihr die Eselsmützen. Also ihr wisst schon, ihr seht es schon. So, jetzt drückt ihr nochmal auf den Pfeil. Jetzt könnt ihr Brillen aussuchen, wenn ihr wollt. Ich lasse mal weg. Dann könnt ihr hier für die Ohren, also Ohrringe und so weiter aussuchen. Lasse ich auch weg. Uhren. Armbänder. Und dann, wenn ihr durch seid, habt ihr hier Safe Outfit. Und jetzt wählt ihr hier Michael aus. Bam, Michael. Und wenn ihr den ausgewählt habt, geht ihr hier auf Download MP Overlay. Zack. Ihr merkt euch das Outfit 6375 und geht jetzt auf Datei speichern. Zack. Ihr geht jetzt einfach wieder zu eurem Desktop, ganz easy. Hier seht ihr schon, ich habe den Safe Editor und ich habe auch schon das gemoddete Safe, ne? Hier. So. Denn das gemoddete Safe braucht ihr, biete ich euch dann unten zum Download an. Ihr startet jetzt einfach nur euren Safe Editor. Ganz easy starten. Es dauert ein kleines bisschen, weil jetzt ladet er die ganzen Komponenten und Waffen für den Story-Charakter und bla bla blub. Also der ladet jetzt erstmal alles. Dauert ein kleines bisschen. Wenn er dann fertig geladen hat, geht ihr hier einfach nur auf GTA 5. Zack. So. Wenn ihr dann dieses Fenster hier habt, geht ihr hier auf Open File. Bam. Geht jetzt auf euren Speicherort und wählt euer Save aus. Also euer gemoddetes Save. Und dieses öffnet ihr jetzt. Und dann werdet ihr gefragt, ob ihr ein Backup machen könnt. Könnt ihr, müsst ihr nicht. Ich klicke da immer nein. So, jetzt ladet ihr euer Save. Ganz chillig. Dauert aber auch ein kleines bisschen. Bam. So, ist dann euer Save geladen. Müsstet ihr jetzt hier oben neben Franklins Kopf einen Kleiderbügel haben. Den habt ihr aber nicht. Deswegen loggt euch hier ein mit Sign In. Das sind die Login-Daten, die ihr auf der Homepage habt. So, ihr loggt euch jetzt einfach nur ein. So, und wenn ihr euch dann eingeloggt habt, seht ihr auch schon, ihr habt diesen Kleiderbügel hier. Und ihr seht schon MP Overlay PD Editor. Dort drückt ihr jetzt einfach mal drauf. So. Jetzt öffnet sich gleich was hier. So, jetzt geht ihr her auf
auf Replace Data. Da drückt ihr jetzt drauf. Und jetzt wählt ihr euch euer Save aus, was ihr gerade eben von der Website runtergeladen habt. Das wählt ihr jetzt aus. Zack. Und wenn das dann geladen hat, dann könnt ihr hier mal schauen bei Heads. Ihr seht, ihr habt jetzt die Eselsmütze, ganz easy. Das, was ihr halt vorhin auch alles ausgewählt habt. Ihr seht hier, Multiplayer, Mail. Das müsste so sein, wenn ihr euch jetzt einen Frauencharakter macht, steht hier jetzt Mail, also männlicher Charakter. Und da sind auch die Komponenten für den männlichen Charakter drin. Ihr könnt es gerne testen. Was hatten wir besonderes? Ja, Hosen hier. Wenn ihr da jetzt auf Female wechselt und dann hier auf Free Mode so und Legs geht, seht ihr, dass wir die Komponenten haben. Es muss hier aber immer das entgegengesetzte Geschlecht stehen und Free Mode. Das heißt, solltet ihr jetzt einen weiblichen Charakter machen, muss hier Male stehen. Wenn ihr euch einen männlichen Charakter macht, muss dort Female stehen, ne? So, da sind jetzt die ganzen Dateien gespeichert, die ihr euch über die Homepage gemacht habt. Und jetzt geht ihr hier einfach nur auf Save. Zack, die Sachen sind gesaved. Jetzt könnt ihr die Seite schließen. Geht jetzt hier auf Save File. So, die Datei ist jetzt auch gespeichert. Bam, könnt ihr schließen. Und jetzt könnt ihr euer Save Editor ebenfalls schließen. Ganz easy. Und euer Save Wizard aufmachen. Das dauert jetzt auch einen kleinen Moment, bis euer Save Wizard dann online ist. So, zack. Jetzt wartet ihr, bis die Gamelist gedownloadet ist. Auch erledigt. Und jetzt muss hier euer USB-Drive stehen, ne? Jetzt steckt ihr dort euren USB-Stick ein. Mache ich jetzt mal schnell. So, USB-Stick rein. Ihr seht schon, ist drin, ist gespeichert. So, jetzt geht ihr hier auf GTA mit Doppelklick. Und dann habt ihr hier schon euer PSN-ID, Sellival. Rechtsklick drauf und dann auf Advanced Mode. So, dauert jetzt ein bisschen, bis es ladet, ne? Dauert wirklich nur ein kleines bisschen. Ihr wartet einfach, bis es geladen hat. So, hat geladen. Und jetzt geht ihr hier auf Import File. Zack. Und wählt jetzt die Datei aus, die ihr gerade eben erstellt habt. Öffnen. By the way, ihr müsst von der PlayStation erstmal eure Save-Datei holen. Das ist wichtig. Wie ihr das macht, zeige ich euch unten in der Beschreibung. Dort ist ein Video verlinkt. So, habt ihr jetzt euer Save geladen? Seht ihr hier schon eine 0 markiert? Jetzt drückt ihr einfach einmal erneut die 0 und dann einfach nur auf Apply. So, ihr bestätigt die Meldung, die kommt mit Ja. Ihr seht schon, es ladet wieder. Es heißt, euer altes Save, was ihr jetzt von der PlayStation geholt habt, wird jetzt mit dem neuen Save überschrieben, also mit dem gemoddeten. Auf euren Namen und, sodass ihr diese auf der PlayStation dann benutzen könnt. So, ihr seht, Modification successfully applied. Jetzt drückt einfach nur auf OK und seid damit dann erledigt. Jetzt müsst ihr einfach nur noch die Save-Datei wieder zurück auf eure PlayStation bringen und dann einfach nur den Glitch machen. Das werde ich euch jetzt in diesem Video nicht extra zeigen. Dazu ist unten in der Videobeschreibung dann das Video dazu, wie ihr euch dann die Outfits vom Singleplayer dann in den Multiplayer holen könnt. Also von Save Wizard dann in den Online-Modus, auf gut Deutsch gesagt, ne? So einfach ist es. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Wenn ja, gerne ein Däumchen nach oben. Wenn ihr neu hier seid, gerne auch ein Abo. Und wenn ihr mich supporten wollt, dann werdet doch gerne Kanalmitglied. Könnt ihr schon ab 99 Cent im Monat. Und dann würde ich sagen, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.